So, Leute, sind jetzt in der Uferlagerung drin und hier sind schon die ersten Sachen zu sehen. Alte Türen, andere merkwürdige Konstruktion wahrscheinlich. Hier irgendwas, um die Decke zu stabilisieren. Hier sieht man schon die Querverstrebungen. Jetzt gucken wir mal, wie es hier so aussieht. Wir gehen jetzt einfach mal hier den ersten Bereich so lang von dem Stollen. Tropft überall Wasser von der Decke. Hier ist jetzt praktisch so ein Art Damm. Irgendwie war hier mal richtig Wasser drin. Ja, hier muss ich jetzt irgendwie drüber klettern. So, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite drüber geklettert. Und jetzt geht es in diese Richtung weiter. Mal schauen. Hier sieht man wieder die Schwelle für die Gleisen, die mal durchging, für die Loren. Hier hört sich extrem nach Wasser an. Überall ist hier Wasser am Fließen. Schon krass. Ach du Scheiße. Es kommt ja hier oben von der Decke runter. Ui. Ja, da muss ich jetzt eben durch. Krass. Das ist richtig übel. Hier ist ein ganzer Wasserfall an der Seite. Ui, ui, ui. So Leute, wie ihr seht, hier kommt überall jetzt Wasser raus. Da hinten bin ich hergekommen. Ganz da hinten seht ihr einen kleinen Lichtpunkt. Den Weg bin ich schon gegangen. Und jetzt kommen wir hier praktisch ja, in so einen gemauerten Abschnitt von dem Stollen. Und da vorne sehe ich jetzt hier nochmal. Da sehe ich nochmal praktisch so einen kleinen Staudamm. So mega schlammig. Ja, der Stollen, der schluckt auch extrem das Licht, obwohl ich zwei gute Lampen jetzt hier am Start habe. Dadurch, dass der halt so extrem dunkel ist. Ach, da hinten geht es noch weiter. So, jetzt gehe ich erstmal hier rüber. So Leute, jetzt haben wir das erste Problem hier. Ich bin jetzt bestimmt ungelogen hunderte von Metern jetzt hier reingelaufen. Und jetzt zweigt sich das zum ersten Mal. Nach rechts geht es jetzt hier hoch über so eine Art Podest. Da hinten rein. Und dann geht es hier gerade weiter. Ich werde jetzt erstmal gerade weitergehen. Und jetzt nicht anfangen, in so einem riesigen Stollen Experimente zu machen. Aber vielleicht ist jetzt hier hinten auch Schluss. Irgendwas sehe ich da so schemenhaft. Also dieser Stollen, der schluckt so dermaßen das Licht hier. Also hier ist eine 3000er Lumen starke Lampe am Start und 1800. Aber keine Ahnung, das ist echt übel. Der ist so schwarz, der Fels hier. Ja, da ist noch. Okay. Dann gucken wir mal, was jetzt da Sache ist. Jetzt kommt hier wieder Schlamm, hier ist wieder gemauert. Okay. Guck mal da.
schon die Versinderung überall. Echt ein riesen Ding. So, was hat der hier? Ein Ziegelband. Boah. Alter Schwede. Guckt euch das mal an. Das ist krass. Das ist eine Akustik hier drin. Hier waren riesige Treibstofftanks drin, die womöglich dazu gedient haben, unterirdisch Treibstoff zu speichern. Ob das jetzt für die V2-Raketen irgendwie speziell war oder allgemein. Aber guckt euch das mal an hier. Die Tanks existieren nicht mehr. Die wurden demontiert nach dem Krieg. Und wie weit das da nach hinten hingeht. Ja, wir gehen jetzt mal hier ein Stück an der Seite vorbei. Auch hier oben. Ja, man kann das gar nicht erfassen hier in dem Moment. Ich versuche das mal ein bisschen besser auszuleuchten. Ah, das ist schon echt gewaltig, diese Ausmaßen. Das müssen Abertausende von Litern gewesen sein. Wahnsinn, da hinten seht ihr, da geht es irgendwann, ja, eigentlich gibt es kein Ende, irgendwie aktuell zu sehen. Krass, einfach nur krass. So, sind wir hier am Ende von dem Treibstofflager. Hier geht es auch irgendwie noch rein. Aber das sind jetzt alles so Sachen, die ich mir jetzt nicht näher anschauen kann. Da kann man irgendwie noch durchkrabbeln. Und da geht's, glaube ich, das ist auch mit einem Hauptzugang gewesen. Die konnten, glaube ich, hier sogar von der Seite mit richtigen Lokomotiven einfahren. Hier rum. Haben sich welche schon ein paar Steine zurechtgelegt. Ja, das war praktisch hier der Haupteingang. Und wir sind jetzt von so einem Nebeneingang gekommen. Ja, da seht ihr das große Tor. Hier das große Nichts. So, jetzt seht ihr die Anlage noch mal von der Seite. Ist auch eine Mörderakustik hier drin mit dem Wasser, was überall von den Wänden läuft. Und ich werde jetzt versuchen, diesen zweiten Parallelgang noch mal kurz zu laufen. Ja. Mal schauen, ob da jetzt noch irgendwas gewesen ist, was uns interessieren könnte. Thank you.
So Leute, ich laufe jetzt hier schon wieder eine geschlagene Ewigkeit zurück. Es nimmt einfach kein Ende. Ich bin auch nicht mal an der zweiten kleinen Staumauer angelangt. Es ist echt Wahnsinn. Das ist Kilometer. Über einen Kilometer läuft man locker hier rein. So, jetzt komme ich hier in den Abschnitt mit viel Wasser nochmal. Zumindest ein Teil. So. Ich bin hier immer noch nicht an der ersten kleinen Staumauer. Hier ist auch irgendwie mal was ein bisschen abgebrochen. Das ist aber das Einzige, was ich so bisher gesehen habe. Das ist aber, weil hier, seht ihr jetzt gleich, wassertechnisch einiges rauskommt aus so einem alten Rohr. Und das hier unten sieht so aus, als ob das mal der Stopfen war hier für das Rohr. Ja, und hier fließt es fleißig rein. Ah, okay, da hinten sehe ich jetzt die erste kleine Mauer. Und hier ist nochmal ein zweiter Wasserfall. Und das sind, sage ich mal, die Bereiche, die bis jetzt am kritischsten waren. Nach meiner Einschätzung. Ja, wird überall noch ein bisschen Wasser kommen sein. So Leute, ich bin jetzt hier an der großen Staumauer angelangt, kurz vom Ende, Ausgang zum Stollen. Hat mega Spaß gemacht, war eine krasse Anlage. Man ist extrem in den Berg hineingelaufen, also ungelogen über bestimmt 1,5 Kilometer, würde ich behaupten. Sehr lange. Und wir haben uns das ehemalige Treibstofflager bzw. diese Tanks, ehemaligen Konstruktionen für die Tanks angeschaut. Da gab es sicherlich noch ein paar Sachen zu erkunden, aber zeitlich war das jetzt nicht möglich. Aber es war auf jeden Fall mega interessant. Also bleibt dabei, bis zum nächsten Video.